Ja, hallo alle miteinander, hier ist wieder GBF Arcadalmeister mit dem Let's Play von Die Prüfung für den C64 Commodore. Der erste große Heimcomputer für der damaligen Zeit. Manche werden jetzt sagen, es gab auch den Spectrum, aber gut, das war glaube ich mehr in England der Fall. Und hier in Deutschland war das auf jeden Fall der C64. Natürlich die BRD. In der DDR gab es, glaube ich, auch irgendwie solche Kopien vom C64, die allerdings natürlich nicht so gut waren oder nicht so viele Software dafür rausgekommen ist. Das war ja alles nicht so einfach, denke ich mal. Ich war ja nicht zugegen zu der Zeit. Ich bin ja Jahrgang 85, ergo ist das alles mehr oder weniger mir vorbeigegangen. Aber nun gut, zurück zu die Prüfung und zurück zu den Ratten und ja. Man kann tatsächlich, beim letzten Mal bin ich ja schon einmal hier runtergegangen, man kann diesen Abschnitt schon mal soweit vormachen oder vorkämpfen. Allerdings gibt es eine Stelle, an der man dann nicht weiterkommt und dann muss man sowieso hier hin. Also werde ich entsprechend hier langlaufen und ja, das hier, die Sachen hier klären, so gut ich sie halt kann. Und ja, wir werden erstmal den südlichen Abschnitt klären. Und ja, legen wir los. Betreten wir das Nest. Und ja, hier ist ja der Süden und gehen dann auch entsprechend hier die rattenverseuchten Gänge entlang. Hier ist noch nichts. Okay. Hier in dieser Nische auch nicht. Aber hier, ich bekomme Gesellschaft und zwar mit einer Ratte. Oh mein Gott, das ist der Zufallsgenerator, wie er lebt und lebt. Diese eine Ratte. Das ist, es gibt tatsächlich verschiedene Rattensorten hier unten. Aber das hier ist einfach nur eine normale Ratte. Und sie steht uns ganz alleine gegenüber, sodass ich wirklich gewillt bin, sie im Nahkampf fertig zu machen. Und sie trifft uns immerhin für 7 Punkte. Unterschätzt keine Ratten. Und ja, wir treffen sie für 70 Schadenspunkte. Und kriegen für eine Ratte 9 Erfahrungspunkte. Immerhin, also da hätte ich jetzt 1 erwartet oder 2 oder sowas, bestenfalls, aber 9. Oh, da ist irgendwas passiert. Noch mehr Ratten. Und das sind Grauratten. Und Grauratten sind schon ein bisschen heftiger. Wir sollten, das sind alles Nahkämpfer. Das sind keine Ratten, die Zauberkräfte haben oder Fernkampfwaffen. Aber die können schon ein bisschen mehr ab. Und wie man sieht, ich habe diese Grauratten jetzt für 103 Trefferpunkte getroffen. Und sie leben immer auch. Und ja, ich hoffe mal, ich überlebe diese Runde jetzt. Ja, aber ich kann die Schläge noch abwehren. Entweder liegt es an der Rüstungsklasse oder an meiner Geschicklichkeit. Wie man ja weiß oder wie ich herausgefunden habe, ist ab 13, ja, wird man nicht mehr so häufig getroffen. Zumindest bei Kobolden war das auf jeden Fall noch der Fall. Und seitdem habe ich ja nicht mehr so große Kämpfe gehabt im Nahkampf, dass sie mich alle treffen konnten. Aber ja, diese haben mich jetzt auch nicht getroffen. Aber ein zweiter Feuerzauber vernichtet sie dann. Und 180 Erfahrungspunkte gibt es für diesen großen Kampf. Ja. Und ich werde natürlich entsprechend rasten. Wer weiß, was da noch alles auf mich zukommt. Weil ein zweites Mal, ja, könnte ich den ein zweites Mal einsetzen? Ich glaube fast nicht, mein Feuerzauber. Denn der kostet mich ja sage und schreibe 60 Magiepunkte. Und 105 reicht dann nur für eine Ladung. Könnte ich natürlich wieder Feuerklaue machen. Und, hey, jetzt sind es schon 2 Ratten, die wir hier in diesem Zufallskampf kriegen. Immerhin. Sie haben ein bisschen dazugelernt. Nicht viel, aber immerhin. Und, ja, ich werde mich nicht lange mit denen aufhalten. Ich werde sie wegbrutzeln. Dann habe ich auf jeden Fall noch 2 Feuerzauber für einen etwas größeren Kampf übrig. Da muss ich jetzt nicht rasten. Und hier steht, dies scheint ein wahres Nest zu sein. Ja, und da ist auch schon der nächste Kampf. Ja, es gibt hier Felder, die sind voll mit Ratten. Und das hier sind jetzt die klassischen, aus jedem Rollenspiel bekannten Riesenratten. Allerdings sind sie nicht so stabil. Und geben auch nicht so viele Erfahrungspunkte wie die Grauratten. Das sind einfach nur Riesenratten. Sie sind stärker als normale Ratten, aber nicht so stark wie Grauratten. Und es gibt noch eine vierte Art, tatsächlich. Also, das ist eine richtige Rattenpopulation, die man hier treffen kann. Verschiedene Rattenpopulationen, verschiedene Rassen von Ratten. Ist auch sehr interessant. Und wir haben wieder Grauratten, 8 Stück diesmal.
Und wir werden sie entsprechend wegbrutzeln. Wir halten uns mit nichts anderem auf. Wir setzen einfach nur. Oh, ich kann alles gut abwehren, muss ich feststellen. Dank dem neuen Harnisch und dem Eisenschild geht das ganz gut. Aber ich werde mich nicht hier mit Nahkämpfen aufhalten. Hier könnte man das eventuell noch machen, so wenn man lustig wäre, aber wir sind nah am Ende des Spiels, sage ich mal. Da, das geht schneller, wenn ich einfach so dadurch mich schlage. Mit Feuern, mit Feuerzaubern und nicht mit Muskelkraft. Und Schwarzratten und zwei Kumpane. Schwarzratten sollte man denken, okay, die werden immer dunkler und deshalb immer gefährlicher. Im Großen und Ganzen stimmt das. Wie man sieht. Autsch, 66 Schadenspunkte. Aua, aua, aua. Aber auch die können nur zwei Feuerzauber ab. Also in der Hinsicht sind sie so genauso wie Grauratten. Nur, ja, ich weiß jetzt nicht, wie viel Schaden Grauratten normalerweise machen, aber ich glaube nicht, dass sie so viel Schaden machen wie diese Schwarzratte gerade eben. Das war ziemlich erschreckend. Ich hätte beinahe sterben können in dem Kampf jetzt, weil, ja. Wenn eine zweite Ratte im Nahkampf gewesen wäre, und hier sind einfach nur nochmal acht normale Ratten. Dann, ja. Wäre ich tot gewesen. Dann hätten nämlich beide weggekloppt. In guter alter Rattenschwarm-Manier. Eine Horde schleimiger Schwarzratten springt mich an. Oh, eine Horde auch noch. Das müssten bestimmt 9 Stück sein, ja. Und sie sind ziemlich nah an mir dran, aber nur einer ist in der Zweierreichweite. Das heißt, einen Treffer werde ich in der nächsten Runde wohl oder vielleicht einstecken, aber das werde ich überleben. So. Okay, die vorderste Ratte ist nah an mir dran. Oder die oben steht. Das hat, dass die hier oben steht, bedeutet natürlich nicht, dass die nah an mir dran ist. Das ist das, was entscheidend ist, ist, welche Zahl dahinter steht. Aber hier passt das dann halt. So, und ja. Ach nee, sie hat, kam gar nicht mehr zum Angriff. 252 Erfahrungspunkte. Sie kam gar nicht mehr zum Angriff, weil wir eben vorher ziehen. Unser Zug ist vorher. Ein bisschen ist das wie Schach. Es gibt hier keine Initiative-Werte oder sowas. Jeder hat nur seine Runde und dann kann er was machen und danach ist der andere wieder dran. Da hat Geschwindigkeit also auch keinen Einfluss, dass man irgendwie 2 Runden hintereinander machen kann, so wie das ja, oder mehrere Attacken auf einmal machen kann, so wie das zum Beispiel in Dungeons and Dragons ja der Fall ist. Einige Beutestücke der Ratten liegen hier wild auf einem Haufen. Zum Beispiel ein Beil. Ein Wurfmesser, ein weiteres für unsere Sammlung. Ein Dolch für unsere Sammlung. Ein Kompass für unsere Sammlung. Ein Windstab für unsere Sammlung. Und eine Robe tatsächlich mal wieder. Tja, und die Robe, wissen wir, ist nicht so de Burner, wie man allgemein sagt. Das scheint mir sogar, wenn der Indika, wenn der, ja, das ist der Indika, ja, das ist die schwächste Rüstung, die man haben kann. Die haben wir ganz zu Anfang schon gehabt. Also, die Ratten haben hier nicht gerade die beste Auswahl zusammengetragen. Und ja, Holzschild und dann kommt Rundschild. Und dann der Eisenschild. Waffe ist das Schwächste, der Stock. Dann das Messer, Dolch, Wurfmesser, Wurfpfeil. Eisenkeule von diesem Kobold-Anführer. Haufen Kurzschwerter haben wir gefunden. Eine Feuerklinge, zwei Wurfäxte, zwei Langschwerter, ein Blasrohr und das Beil. Das Beil scheint also gar nicht mal so schwach zu sein. Und wenn das wirklich so ist, dass die Zahl dahinter den Schaden anzeigt, dann ist das jetzt 42 und es hat eine Reichweite von 4. Das ist echt eine Riesenreichweite. Ja, das ist schön. Was hat denn das Blasrohr für eine Reichweite? Sechs. Und macht nur 2 Schaden. Warum sollte ich denn jemals das Blasrohr einsetzen, wenn das der Schadenswert ist? Warum sollte ich jemals das Blasrohr einsetzen? Erstens ist die Reichweite nicht so pralle. Und ja. Was macht das Langschwert? 55 Schaden und unsere Feuerklinge macht 40 Schaden.
Okay, ist nicht so gut wie das Langschwert. Wobei man ja denken würde, dass eine magische Waffe wie das Feuerschwert mehr Schaden macht als ein normales Langschwert, aber hey. Und ja, Xerador ist doch stärker als das Beil, aber das Beil hat eine Reichweite von 4. Ich werde das einfach mal anlegen. Das Blasrohr, ich scheue mich davor, es einzusetzen, denn ich erinnere mich vage, dass als ich es eingesetzt habe, da funktionierte es wie eine Wurfwaffe. Das heißt, wenn man sie einmal geworfen hat, dann war es das. Dann war es das mit dem. Ich werde nochmal rasten, um es einfach zu speichern. Dann ist das Ding weggeworfen. Und Wurfmesser, Wurfäxte und Wurfdolche oder was auch immer, Wurfpfeile meine ich, sind dann ja weg. Und das Blasrohr war genauso. Aber ich kann es nochmal probieren. Vielleicht geht das ja, wenn ich das als Gegenstand benutze, so wie den silbernen Schlüssel. So, dann haben wir jetzt diese untere Nische hier erkundet. Da ist ein Bereich. Das ist eine Geheimwand. Da gucke ich doch mal hinein. Und auf der Wand steht: Der Herr der Ratten bewacht den Stein. Morganok ist ein blödes Schwein. Wer hat das geschrieben? Waren das dieselben Priester und Leute, die damals Morganok eingesperrt haben? Ich dachte, das wären irgendwelche weisen alten Männer, aber anscheinend reimen sie auch gerne blödes Schwein. Oder das waren die Ratten selber. Nachdem Skelette sprechen können, können wahrscheinlich die Ratten auch schreiben. Wahrscheinlich waren es die Grauratten. Der Herr der Ratten bewacht den Stein. Naja, wahrscheinlich diesen Sonnenstein, den wir finden müssen. Ja. Aber sonst ist hier weiter nichts. Bloß dieser eine Spruch. Ja, dann erkunden wir die Gegend doch mal weiter. Und gehen ganz in den Norden hinab. Und bekommen Gesellschaft von Grauratten und drei Kumpanen. So, was habe ich hier? Das Beil. So, ich werde das Beil mal gegen diese Grauratte, die 4 Schritte entfernt ist, einsetzen. Und die Attacke wurde abgewehrt. Und seht ihr, was passiert ist? Das Beil ist weg. Es ist einfach weg. Und an Gegenständen kann ich jetzt auch nicht das Blasrohr einsetzen. Also ich müsste es jetzt schon anlegen. Okay, ich werde das neu laden, weil ich will die Waffen nicht wegwerfen. Ich meine, wir haben Wurfäxte, die wirft man, aber doch nicht ein Beil, das hätte mich stutzig machen sollen, schon gleich, als ich gelesen habe, dass das Ding eine Reichweite von 4 hat. Aber wie ich halt so bin, ich denke, hey, cool, ein super Beil, dass man mit zwei Händen vielleicht schwingt oder sowas und deshalb so eine hohe Reichweite hat, aber nö. So, jetzt habe ich das Blasrohr aktiviert. Und, ja, Waffen kann man ja unendlich wechseln, bevor man angreift. Das ist ganz nett. Und bei unter Gegenständen ist das auch nicht drin. Nee. Und, ja, jetzt können wir angreifen. Wir können eine der Grauratten jetzt hier angreifen. Und treffen jetzt für 46 Schaden. Ich dachte, das Ding macht bloß 2 Punkte Schaden. Aber vielleicht ist. Kommt unsere Geschicklichkeit dazu addiert oder vielleicht haben wir einfach nur einen kritischen Treffer gelandet. Auf jeden Fall sind die Waffen jetzt weg. Die sind einfach weggeworfen. Ja, ich meine, was ich tun kann. Ich kann jetzt ja, was ich nochmal ausprobieren möchte. Jetzt habe ich mit meinen Fäusten attackiert. Ich werde jetzt alle töten und mal gucken, ob ich die Gegenstände, oh, wiederkriege, wenn ich jetzt hier den Kampf beende. Manchmal ist es ja so, dass man die Gegenstände oder Wurfwaffen dann nach dem Kampf wieder aufnimmt, automatisch. Waffen. Xero. Nee, ist nicht mehr da. Also Blasrohr und Beil. Beides Waffen, von denen man denkt, hey, eigentlich habe ich eine Fernkampfwaffe, die ich nicht wegwerfe, sondern die ich als Schusswaffe gebrauchen kann. Auch wenn hier nirgendwas von Munition steht. Und das Beil, von dem ich ausging, dass es eine, ja, Nahkampfwaffe ist, beide wirft man einfach weg. So, und jetzt haben wir Ratten. Und ich werde angreifen. Und da ich nur noch 26 Lebenspunkte habe, werde ich. Oh mein Gott, sie sind weit entfernt. Ich muss erstmal in sie hineinstürmen. Und
Das könnte dauern, aber eine Ratte. Oh, ich greife die selber auch an. Ach so, wenn man in die. Ach ja, stimmt ja. Wenn man in die hineinstürmt, das habe ich sonst noch nie gemacht, weil wer macht sowas schon? Dann greift man die auch an. So, ich bin tot. Gut. Gut, ich bin tot. Für diese Blödheit, dass ich meine eigenen Waffen wegwerfe, habe ich das auch verdient, würde ich sagen. Aber das meine ich, das ist irgendwie sehr, sehr obskur. Das ist mir, scheint mir nicht ganz ausgereift. Und, oh mein Gott, habe ich jetzt das Problem, dass die ganzen Ratten wieder da sind im Nest. Das könnte sein. Ich werde Xerador anlegen. Das Blasrohr und Ball bleiben im Gepäck. Es könnte jetzt tatsächlich sein, dass die ganzen Ratten wieder da sind. Na gut, da ich die Gegenstände schon alle aufgesammelt habe, ist es ja nicht so wild. Aber so ist das, wenn man unbedingt was ausprobieren möchte und dann, ja, beißt einen das wieder in den Hintern. Eine Ratte und drei Kumpane. Ich zauber euch weg hier mit Lava-Brocken, glaube ich auch, ja. Kostet mich nicht so viele Magiepunkte. Und Grauraten. 8 Stück. Seht ihr, ich glaube, gerade eben musste ich noch nicht gegen die kämpfen. Da war das hier frei, aber jetzt auf einmal tauchen sie alle wieder auf. Das ist ein klares Indiz für mich, dass hier was resettet worden ist. Und wenn ich sage klares Indiz, dann meine ich natürlich, ich habe keine Ahnung. Ich gehe davon einfach nur aus. Ist alles nicht so ganz durchsichtig, finde ich. Die Spielmechanik dahinter. Steht auch nicht im Handbuch. Ah, gut. Das war auch ein Reiz dieser Spiele, dass man viele selber rausfinden musste. So, oh. Bin ich jetzt gerade. Ah, ich komme aus dem Nest. Das ist die Erklärung. Und ja, die sind alle wieder da. Wisst ihr was? Jetzt, wo ich hier nochmal bin, werde ich die auch alle nochmal platt machen. Aus Jux und Dollerei. Einfach weil ich hier kein Gebiet so hinterlassen möchte, so rattenverseucht. Das sind auch nur normale Ratten bis jetzt. Ich denke mal, Feuersturm sollte eigentlich auch ausreichen. Dann habe ich für eventuell Grau- oder Schwarzratten noch 2 Feuerzauber übrig. Ne, hier ist auch leer. Okay, das sieht gut aus. Dann ist hier der Bereich gesäubert. Dann kann ich jetzt rasten. Beim Rasten resetten die ja nicht, die resetten bloß beim Sterben, wenn man stirbt. Dann kommen die Ratten wieder aus ihren Löchern und laben sich wahrscheinlich an meiner Leiche, sozusagen, und kommen dann alle wieder. So. Morgannock, das blöde Schwein. Der Herr der Ratten bewacht den Stein. Den will ich natürlich haben. Eine Riesenratte. Ja, und gerade eben haben wir gegen ein paar Grauratten gekämpft, also das ist alles sehr variabel. Und diese Riesenratte konnten wir sogar mit Xerador töten. Zum Glück wirft er die Waffe nicht auch noch weg. Da hätte ich echt was dagegen. So. Okay, diese Nische ist okay. Und was steht hier denn? Nur die eine Waffe kann Beenden des Dunklen da sein. Doch schlau war das Wesen. Niemand kann dort hinein und die Waffe ergreifen, ohne sie zu zerstören. Aha. Okay, das ist diese magische Waffe. Doch schlau war das Wesen. Niemand kann dort hinein und die Waffe ergreifen, ohne sie zu zerstören. Also, wenn man die Waffe ergreifen will, um das Wesen, das dunkle Wesen Morgannock zu zerstören, dann zerfällt die Waffe automatisch, oder wie? Da kann man den ja gar nicht besiegen, es sei denn, er stürzt sich selber in die Waffe, indem man ihn durch einen Trick quasi dazu bringt, sich selber in die Waffe zu stürzen. Hey Morgannock, ich wette, du kannst dich nicht in diese Klinge stürzen, du traust dich nicht. Was? Ich bin der dunkle Lord, ich trau mich alles. Oh, sieh her. Haha, ausgetrickst, Morgannock.
Deine eigene Intelligenz war dir zu hoch. Oder irgendwie so. So, Ratten weg. Ja, aber wie soll man das sonst machen? Muss man sich vielleicht Handschuhe anziehen oder so? Ist das vielleicht die Lösung dieses Rätsels? Wenn man das ein Rätsel nennen kann. So, jetzt können wir hier diesen Gang hinab. Und wir müssen zu diesen Toren, das ist schon abzusehen, aber vorher müssen wir uns noch durch ein paar fiese Ratten kämpfen. Nervige Ratten würde ich sie inzwischen eher nennen, weil so fies sind die nicht oder so stark. Zum Glück habe ich ja die Geschwindigkeit erhöht, dass das Laden irgendwie schneller geht. Hier ist nichts in dieser Nische. Also ist das hier ein leeres Gebiet. Tja, dann würde ich sagen, gehen wir hier noch in diese Ecke, in diese Ecken. Da habe ich noch nicht lang gelatscht. Und Riesenratten und seine zwei Kumpadres. Das sind die Buddies. Und da werde ich jetzt mal Feuersturm einsetzen. Oder Feuerzauber. Ich finde das interessant, dass der stärkste Spruch nur Feuerzauber heißt, während der, ich sag mal, Stufe 3 Feuerzauber Feuersturm heißt. Wo man automatisch denkt, dass das der stärkste sein muss, weil das ist der Sturm des Feuers. Aber nein. Das ist der Feuerzauber einfach nur. Von dem ich eher denken würde, das ist der schwächste von allen. Der macht einfach nur mal Licht an, so wie Flimflam Funkel. Aber nee. Das ist der stärkste. Er braucht keinen Eigennamen wie Feuerorkan oder so. Nein, es ist einfach nur der Feuerzauber. So, hier steht: verflucht sei der elende Schatten, der unser Leben zerstörte. Ja, dafür, dass euer Leben zerstört worden ist, hattet ihr wohl aber noch die Zeit, das an die Wand zu kritzeln. Aber hier ist nichts weiter. Tja, einfach nur eine Kritzelei. Verflucht sei der dunkle Schatten. Ist ein bisschen wie Voldemort, dass keiner gerne seinen Namen ausspricht. Morganok oder Morangok. Ich sag schon wieder Morganok. Es ist Morangok. Der Gockel. Morangok. Ein Rudel Ratten greift an. Tja, jetzt bloß die Frage, was für Ratten? Schwarzratten. Okay. Zum Glück ist keiner in meiner Nähe. Bei 1, das heißt, die können mich nicht treffen. Und in dem Moment, wo sie nah genug sind, wie der unterste jetzt gerade, ist der Feuerzauber schon da und befreit mich von ihrer pestilenzartigen Existenz. Minecraft-Karen zurück. Das ist schön. So, was ist hier sonst noch? In der westlichen Wand steckt ein Edelstein. Tja, das ist relevant für uns. Und hier ist weiter nichts. Okay, es geht um diesen sehr auffälligen Edelstein in der Wand. In den anderen Kammern war jetzt nichts, bis auf hier im Nest. Da gab es ein paar nette kleine Gegenstände. Nichts Besonderes allerdings, nichts, was wir nicht schon hätten. Vielleicht der Windstab ist nochmal nett, aber sonst, ja. So, und dadurch kommen wir jetzt in einen Gang, in dem sich zwei, ja, oder drei weitere Durchgänge befinden. In der westlichen Wand steckt ein Edelstein. Tja, der ist direkt vor uns. Und das ist auch der, durch den wir eigentlich durch müssen. Da ist nämlich der Rattenkönig. Ich werde allerdings erstmal oben lang gehen, denn dort befindet sich etwas Gutes. Ratten. Die meinte ich jetzt nicht. Ich meinte jetzt nicht diese Horde von Schwarzratten. Keiner ist in meiner Nähe. Okay. Gut. Das meinte ich nicht. Ich meinte was anderes. Alle kommen sie näher. Einer schon ganz nah, aber Feuerzauber rettet uns. Zack. Und wir haben schon über 10.000 Erfahrungspunkte. So. Und hinter dieser Tür befindet sich eine kleine Quelle plätschert leise vor sich hin. Etwas trinken? Nö.
oder? Doch. Ja, und wie wir inzwischen alle schon wissen sollten, egal ob es eine Pfütze ist oder ein kleines Rinnsal oder was auch immer, klein und leise plätschert, ist immer gut. Also trinken wir es. Das tat gut. Und wir kriegen voller Lebensenergie und Magiepunkte zurück. Also, ganz nett. So. Ja, hier ist der Rattenkönig, aber hier im Süden ist auch noch was. Nur ein Feld, das uns direkt teleportiert. Und zwar direkt hier unten in diese Kammer, die man eigentlich auch so erst entdeckt. Sei denn, man sucht akribisch jede Wand aus, ab. Ich habe das zum Beispiel nicht gemacht. Ich bin hier dann einfach dann durch diesen Teleporter hier in diesen Raum gelangt und habe dann erst die Geheimtür entdeckt. Und ja, das ist der berühmte Morangog ist ein blödes Schwein-Raum. Aber mehr ist hier dann natürlich auch nicht. Und ja, bis auf ein paar respawnte Riesenratten. Da können wir natürlich nicht viel gegen machen. Oh, Feuersturm war... Tja, das passiert, wenn man sparsam sein möchte mit seinen Zaubern. Das kommt postwendend zurück und man muss zwei Runden machen. Anstelle von nur einer. So, jetzt aber jetzt zum Rattenkönig. Hier ist der Ausgang wieder. Da kommen wir wieder zurück in den Hauptflur, wo wir die ganze Reise hier, die Rattenreise gestartet haben. Und jetzt einfach nur nach Norden. Einmal nach rechts und wieder nach Norden. Und dann links hier ist der Edelstein. So. Und ich werde jetzt natürlich noch einmal hier mich heilen. Wobei das eigentlich vollkommen sinnlos ist, weil ich sowieso beabsichtigt habe zu speichern vor dem Rattenkönig. Weil der ist tatsächlich nicht ganz ohne. Soweit ich mich erinnere, aber ja, das sehen wir jetzt ja. Wir werden jetzt sehen, wie mächtig er wirklich ist, der Red King. Und ja, das war eine Anspielung auf Teenage Mutant Ninja Turtles. Oder Hero Turtles. Wie es im Deutschen dann ja geändert worden ist. So, und ja, ich weiß, dass in der westlichen Wand ein Edelstein steckt. So, also gehen wir hinein. Gehen wir vorwärts. Und am Ende... Oh, übrigens, hier ist noch ein kleiner Raum, der ein bisschen mysteriös aussieht, denn es führt kein direkter Weg hinein. Könnte das wieder so ein Zwischenbereich sein oder aber etwas anderes. Vor mir an der Wand steckt ein faustgroßer, golden schimmernder Stein. Ihn herausziehen? Nein. Natürlich müssen wir das. Ja, das ist der Sonnenstein. Eines der Bestandteile für unseren Kampf gegen Morangog. Der Stein sitzt ziemlich fest, aber es gelingt mir doch, ihn aus der Wand zu entreißen. Und wir werden teleportiert. Und natürlich hier in diesen mystischen Zwischenraum. Hat er sich gerade vergrößert oder kommt mir das nur so vor? Ja. So, es gibt bloß einen Weg weiter. Plötzlich sagt jemand hinter mir: Das war ein Fehler, Hitzkopf. Ich fahre herum und sehe mich einem rattenähnlichen Geschöpf gegenüber. Er steht jedoch auf zwei Beinen und ist fetzenhaft bekleidet. In der rechten Klaue hält es eine vielschwänzige Peitsche. Ah. Scheint meine neunschwätzige Katze zu sein. Das riesige Ding spricht weiter. Das Ding? Ich bin der Herr der Ratten, Morganox, treuer Diener. Morangog, ja genau. Ich war es, der ihn aus den Fesseln befreite, die ihm die Zauberer umgelegt hatten. Er ist der Verräter. Wer hätte es gedacht, diese Ratte ist ein Verräter. Und ich werde es nicht zulassen, dass ich es ein zweites Male tun muss. Ein zweites Male? Okay. Der Herr der Ratten kommt einen bedrohlichen Schritt näher. Wow. Aber nur einen Schritt. Und faucht mich hasserfüllt an. Keiner wird Morangog und seinem treuesten Diener aufhalten. Keiner. Er schwingt die gewaltige Peitsche und greift an. Ja. Ja, meinen großen Kampf gegen, wow, den Herrn der Ratten. Der steht vor uns. Und auch hier ist ein Block. Ich weiß nicht, was das bedeutet, dass hier immer so ein kleiner Blockausschnitt ist. Auf jeden Fall sieht er mehr aus wie ein Affe. Wie ein,
ja, wie so ein Schimpanse, der sein Maul aufgerissen hat, als wie ein Herr der Ratten. Aber gut, so genau kenne ich mich mit Rattenmenschen auch nicht aus, bis auf Skaven vielleicht. Und die sehen definitiv aus wie Ratten. Oder ich sollte besser sagen, ich kenne mich nicht so gut aus mit Herren der Ratten. Scheint wohl eine eigene Spezies zu sein. Tja, also ich würde sagen, wir gehen in ihn hinein und machen dann Todeshauch. Und es steht direkt vor uns, Zeit für Todeshauch. Das ist prädestiniert dafür. Ein Gegner, der stärkste Zauber, 200 Schadenspunkte. 153. Und der Herr der Ratten kann zaubern, aber nur für 29 Punkte. Das finde ich nicht so wild. Deshalb werde ich nochmal Todeshauch machen. Und er ist tot. Hey. Tja, er scheint wohl so irgendwie, ich glaube, so vielleicht 300 Punkte genau zu haben, weil das habe ich jetzt genau an Schaden jetzt bei ihm ausgelöst oder ausgeteilt. Und 125 Erfahrungspunkte. Aber nichts, kein Geld dabei. Der Herr der Ratten ist nicht gerade für sein Reichtum bekannt anscheinend. Oder er hat alles ausgegeben für seine tolle Peitsche. Und wenn ich gerade an irgendwelche Diener des Bösen denke mit irgendwelchen Peitschen, dann ja, ich werde gleich wieder von Balrogs reden, weil die sind ja immer so beschrieben worden. In ihrem Innersten sind sie aus Feuer und drumherum ist Schatten und sie schwingen Peitschen aus Feuer. Genau. Das sind die Balrogs, gefallene Maiar. Diener von Morgoth von Sauron. Eigentlich sind das Saurons, ja, Kollegen, wenn man so will, von der Stärke. Gothmog, der stärkste der Balrogs. Und ja, ich höre gerade das Silmarillion. Das erklärt gerade meine Assoziationsketten hier, die ich ständig raushaue. Okay, der Rattenmann ist tot. Plötzlich huscht ein schwarzer Schatten durch mich hindurch. Hui. Ich höre ein ekliges Kichern und bemerke plötzlich, dass der Sonnenschein weg ist. Nein, ich habe ihn doch gerade erst geholt. Tja. Und jetzt ist hinter uns auch die Tür zugefallen. Anscheinend hat der Rattenmann hier eine Falle für uns vorbereitet. Hat ihm nur nicht viel genützt. Und dann sind wir schon wieder in den tollen Raum. Ja. Der Herr der Ratten bewacht den Stein. Morgengock ist ein blödes Schwein. Ja, das können wir jetzt zumindest bestätigen. Ich verweigere mich dieser Erkenntnis nicht mehr, dieser großartigen Weisheit, des wer auch immer das da reingekritzelt hat. Wahrscheinlich ein Zauberer. Sie nannten ihn Scherzkeks. Ja, aber auf jeden Fall. Ja. Kommen wir jetzt nicht mehr. Oder ist der Sonnenstein tatsächlich von Morgengock entführt worden? Also, im Grunde genommen hat er jetzt alle Karten in der Hand, denn wie sollten wir? Tja, und der Sonnenstein ist weg, wir können auch nicht mehr zurück teleportieren. Wie sollen wir ihn jetzt noch besiegen? Er hat die Geheimwaffe, mit der wir ihn eigentlich bezwingen wollten, sich selber jetzt gerade eben schon angeeignet. Quasi eine Sekunde, nachdem wir das Ding in der Hand hatten. Und ja. Dann gehen wir eben durch das Tor und gehen tiefer hinein, weil was anderes bleibt uns ja wohl nicht übrig. Ja. So, jetzt kommen wir in eine große Halle, die im Grunde genommen aus zwei Gängen für uns besteht. Einmal können wir hier links ab. Und einmal rechts ab. Der rechte Gang heißt der sicherste Ort der Welt. Und könnt ihr euch vielleicht denken, dass es nicht wirklich so ist. Während der linke Gang heißt das Tor. Also erneut das Tor. Wir sind ja gerade schon durch das Tor gegangen. Jetzt gehen wir nochmal durch das Tor. Und steigen wir jetzt eine Stufe auf. Nee. Okay. Ich weiß, dass man auf jeden Fall noch eine Stufe aufsteigen kann, aber das wird wahrscheinlich erst in der nächsten Ebene passieren. Aber wir gehen erstmal hier durch. Schweinsköpfige Wächter greifen mich an. Tja. Die guten alten Star Wars Schweinssoldaten und die Grandas. Feuerzauber.
Einmal und zweimal und dreimal. Das waren die Schweine. Wird gleich mal gerastet. Und ja, lasst mich kurz überprüfen. Pick Guards. Gamorreaner, genau, so heißen sie. So war das. Wieder was gelernt. Die Gamorreaner. Oder Grandas. Und sie haben tatsächlich diese Hörner. Ja, die haben wirklich diese Hörner. Das ist keine Zudichtung jetzt von die Prüfung. Das ist etwas, was sie wirklich haben. Also noch nicht mal die Mühe haben sie sich gemacht. Ach, damals war das alles noch ein bisschen unkomplizierter mit Copyrights, glaube ich. Naja, so, dichte Nebelschwaden quillen durch die Tür, die ich gerade noch rechtzeitig als Spektralgeister erkenne. Wow! Ja. Ein harter Kampf steht uns bevor gegen einen Haufen Spektralgeister. Ah, das alte Spiel erstmal wegschubsen. Allesamt. Oh. Oh, ich habe angegriffen. Das war doof. Das war doof. Ah, eine Runde verschwendet. Also Feuerzauber. Einmal. Zweimal. Und das dritte Mal. Zum Glück sind sie alle noch 7 Felder entfernt. Und das könnte passen. Ja, 360 Erfahrungspunkte. Verdammt viel. Ohne dass ich einen Edelstein oder einen hier Zauberstab einsetzen musste. Also lohnt es sich definitiv, das oder was in Mentalenergie zu setzen. So wie ich das gemacht habe, dass man hier auf Stufe 8 schon 23 dann hat. Weil dann kann man tatsächlich 3 Feuerzauber hintereinander sprechen und spart sich Edelsteine. Stufen führen nach unten. Ihnen folgen. Ich meine, ich kann mir das ja mal angucken. Und wenn meine Theorie richtig ist, dann müssten, wenn wir jetzt auf dieser nächsten Ebene, was ja, glaube ich, die letzte ist, rasten. Das sieht definitiv danach aus, als wäre es die letzte Ebene. Dann müssten wir schon eine Stufe aufsteigen. Und zwar auf Stufe 9. Genau. Ich spüre, wie meine Fähigkeiten wachsen. Tja, einmal die Treppe runtergelaufen und schon ist man ein besserer Zauberer. Treppen rauf und runterlaufen, dann wird man automatisch stärker. So, Mentalität. Natürlich, was sonst? So, dann haben wir 110 Trefferpunkte und 249. Da fehlt nur ein Punkt für eine runde Zahl. Magiepunkte. Und, ja. Ohne die Waffe wirst du keine Chance gegen mich haben, summt plötzlich eine Stimme in meinem Kopf. Und wir werden wieder zurückteleportiert. Alles klar, gut, dann hat sich das sowieso übrig, dann müssen wir wieder zurück. Denn wir müssen uns die Waffe zumindest noch holen. Interessant, dass die Stimme uns, was ja sicher die Stimme von Morhamgog ist, nicht sagt, dass wir auch den Sonnenstein brauchen, um ihn zu besiegen. Vielleicht hat er uns das Ding einfach nur aus Jux und Dollerei abgeklaut, weil wir seinen Lieblingsmeister-Rattenmann umgebracht haben. Er weiß gar nicht, dass es ein wichtiges Element ist, um ihn wieder zurückzutreiben. Aber gut. So, gehen wir hier zum sichersten Ort der Welt. So, und ja, das Entscheidende ist, hier ist ein Geheimgang. Aber den sehen wir erst noch nicht. Erst müssten wir hier, oder gehen wir stumpf geradeaus. Eine dunkle, bösartige Stimme in meinem Kopf flüstert plötzlich: Willkommen, Prüfling der Zauberer.
Der Spott im Klang der Stimme ist nicht zu überhören. Willkommen zum sichersten Ort der Welt. Tja, hier ist die Geheimtür, die sehe ich jetzt noch nicht. Und deshalb gehe ich einfach hier rein. Die eklige Stimme ist wieder in meinem Kopf. Wähle, befiehlt sie höhnisch. Tja, diese lustige Stimme gibt uns jetzt 3 Gänge zur Auswahl und ihr könnt euch vielleicht denken, dass die alle nicht so gut sind. Wir werden erstmal den nördlichen Gang wählen. Hallo? Leider falsch, säuselt die Stimme verständnisvoll. Plötzlich zuckt ein gewaltiger Blitz aus der Decke herab und brennt mich an. Autsch. Tja. Und kloppt uns ganze 50 Lebenspunkte weg, also raus hier. Und gleich mal hier außerhalb des Kampfes mal einen Heilzauber gesprochen. Ich könnte natürlich auch rasten, aber ganz ehrlich, hier sind keine Gegner. Hier geht es bloß darum, dass man hier sich ein paar Mal von Blitzen verbrutzeln lässt. Nicht, dass man das müsste, man muss es nicht. Man kann gleich durch den Geheimgang gehen. Ich mache das nur der Vollständigkeit halber. Dann versuchen wir doch mal die östliche Tür. Leider falsch. Und der Blitz brennt uns auch hier an. Und auch wieder 50 Schadenspunkte. Tja. Also, heilen wir uns wieder. Kostet ja zum Glück nicht so viel Magiepunkte. Heilungslebungs. Heilleben. Und gehen durch die südliche Tür, die zumindest einen Geheimgang, einen weiteren, zu besitzen scheint. Leider falsch. So. Und jetzt gibt es hier einen Geheimgang und jetzt sollte man wahrscheinlich denken, hey, ich habe das gefunden, ich habe das Rätsels Lösung gefunden. Gut geraten, lobt die Stimme, aber leider wieder falsch. Erneut zuckt ein Blitz und schmort mich an. Tja, und der gibt uns, oder zieht uns 40 Lebenspunkte ab. Jetzt sollte man denken, ah, schade, jetzt kann ich einfach so wieder rausgehen. Allerdings, sobald man das Blitzfeld hier wieder betritt, wird man auch wieder 50 Lebenspunkte reduziert. Was natürlich dann im Tod resultiert, weil dann haben wir minus 30. Und dementsprechend muss man sich jetzt hier ja, heilen oder rasten. Auf jeden Fall sollte man hier irgendwas tun. Sonst überlebt man den, sonst kommt man hier nicht mehr lebend raus. Und ja, seht ihr auch, was jetzt passiert ist? Ich habe eine Aktion gemacht, nämlich mich zu heilen. Das hat automatisch wird dann wieder dieser Blitz getriggert und sodass ich jetzt hier 40 Lebenspunkte verloren habe in dem Raum und 50 wieder in dem Raum, sodass ich hier gerade so mit 20 Lebenspunkten wieder heil rauskomme. Und jetzt werde ich auch rasten. Denn jetzt haben wir alle 3 Räume durch. Das ist alles nur eine, ja, eine von Morangoks Tricks. Der sicherste Raum der Welt, ja. Wenn man in der Mitte stehen bleibt und sich nicht bewegt, dann mag das auch stimmen. Aber sobald man sich irgendwie bewegt, war es das. Tja, also müsste man jetzt hier nach anderen Möglichkeiten suchen. Aber die einzig andere Möglichkeit ist eben hier dieser Gang. Und der ist auch ein bisschen interessant, sag ich mal. Aber das sehen wir jetzt. So, gehen wir erstmal vorwärts, vorwärts. Eine gute Wahl, Prüfling, höhnt die Stimme. Was lange währt, wird endlich gut, oder? Wir gehen weiter, weiter. So wirst du nie am Ziel ankommen. So wirst du nie am Ziel ankommen, zischt die Stimme in meinem Kopf. Ja. Und wir werden teleportiert. Und zwar im selben Gang, wir befinden uns immer noch im selben Gang. Allerdings, wenn wir jetzt ein Feld nach Norden gehen, werden wir ein Feld wieder zurückgeworfen. Also, hier ist eine magische Barriere. Tja. Jetzt heißt es also wieder einen Geheimgang suchen und hier scheint ja was zu sein. Gut. Ein Hoch auf die magischen Karten, die schon mal alles aufgedeckt haben. Schweinsköpfige Wächter stürmen auf mich zu. Tja, die Gamorreaner. Oder Grandas. Autsch. Das hat mir jetzt wehgetan. Also sie können... Okay, der hat mich jetzt zumindest für ziemlich viel Schaden getroffen. Also man sollte sie auch nicht alle gleich im Nahkampf haben. Man könnte das ja eigentlich machen mit dem Gegner zu sich heranzieht Zauber, der Stufe 3. Dem Gegner
Windsog, mit dem Windsogzauber ging das, ja. Allerdings wird man dann schnell niedergeknüppelt. Genauso wie das mit den Geistern wäre. Da würde man auch schnell niedergeknüppelt werden. Einen Moment.